Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Ja, guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe Leute. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Crew Z4 mit den neuen Z-Plus-Chips, die ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen kann, weil die arschgeil schmecken. Wir verlosen heute eine PlayStation 4. Und zwar müsst ihr dafür nur 1000 Euro auf mein Konto überweisen. Ich werde mit dem besten Kooperationspartner, mit einem der intelligentesten Köpfe da draußen, körpertechnisch stoffwechselangeregtesten Menschen dieser Welt kooperieren. Es ist kein geringerer als SH Sascha zum Helligrius und Sympathische TV. Bitte einen kräftigen Applaus. Ja. Ja, unsere Gegner, die wir heute vorbereitet haben. Ihr seht schon, ich mache Platz, aber nicht zu viel. Für das unglaublich dumme, nicht legendäre und nicht ernennenswerte Team. So, bin ich drauf? Leider. Es wird heute ein Battle des Jahrhunderts, weil die beiden Jungs kotzen mich schon seit wirklich geraumer Zeit an. Bist du bereit? Ich bin ready. Oh, nur ein Team hier, Sani gegen Team nicht nennenswert. Können wir anfangen? Hör auf, mich anzuspucken. Ja, wir können mich anspucken, Alter. Also, im Kindergarten. Okay, ey. Ja. Auf geht's. Deutsche, lauter, wir hören dich doch gar nicht. Deutsche, nehmen wir auf. Was kostet denn das teuerste Hotelzimmer der Welt für eine Nacht? Ah, jetzt weiß ich, da war ich auch schon endlich im Halle. Das wissen wir, die Frage hatten wir schon zweimal oder so. Ja, ganz übel lang her, ich weiß nicht. Was wäre die Antwort? 49.000. Oh, wir haben zufällig 49.000, ganz genau. Aus dem Videodreher, geh mal raus, du Fischer! Die Distanz Stuttgart, Republik, Chibuktu mit dem Auto. Also keine Luftlinie. Nein, die Distanz mit dem Auto. Also Luftlinie. Wir haben 5000. Wir haben 8000. Eine hübsche, süße Insel unten bei Australien. Mit einem Kopfschatz. Liegt in Afrika. Ja, mach jetzt weiter, komm! 10.500 Kilometer. Macht euch bloß nichts draus, dass ihr die erste Frage richtig beantwortet habt. Damals im Mittelalter mit St. Leopold von der Mariette. Wie viel Quadratmeter Fläche hat das Weiße Haus mit Grundstück? 2.000 Quadratmeter, okay. Scheiße, wir haben 1.450. Fläche beträgt 16.764 Quadratmeter. Komplett daneben lagen mit 3000. Jungs, falls ihr vergessen habt, allein mein Anwesen hat 2500. Ja. Du, ich bin noch nicht so abgehoben, ich brauche mich damit nicht so. Du, das heißt, hat nichts mit abgehoben zu tun, das heißt einfach nur damit zu tun, dass du kein Geld hast. Wie viele Personen passen denn auf die Queen Mary 2? Was? Müsst ihr wissen? Ja, das musst du ja wissen. Nein, allgemein wissen. Da muss man aber auch echt mal sagen, so Jungs, ihr seid halt einfach dumm. Halt doch deine Schnauze. Wir haben 2000. Ja, ich pack es im März. 3090 Menschen auf die Queen Mary 2. Ich wissen, was ich kenne. Vorschlag mal die erste Challenge, oder? Habt ihr Durst? Ja, ich hab die nächste. Aber ich brauch jeweils nur einen von eurem Team. Mein Vorteil da. Eintragen. Ich kann es nicht trinken. Wenn ich das komplett leer trinke, dann renne ich mit Durchfall hier raus. 2, 1, let's go! Komm, Bruder, komm! Digga, das ist easy. Das ja? Das hat er. Leer! Boah, du bist so betrunken. Ey, ja gut, man muss auch ganz kurz sagen, Peter ist im Schuppen. Anscheinend, das packt mich gerade schon wieder so ab, Mann. Das sind die letzten Idioten. Wie viele Menschen sprechen denn Kirgisch? Das Kirgisch denn schon? Wie viele Menschen sprechen Kirgisch? Kirgisch. Kennst du nicht Kirgisistan? Was habt ihr denn? Wir haben 100.000. Okay, wir haben jetzt mal 250.000 genommen. Sprechen insgesamt 4,3 Millionen Menschen Kirgisch. Nein, Alter! Ich dachte, das wäre wie so ein eigenes Dorf. Das nein, nein. Es juckt niemand, was du dachtest, weitergeht. Wie lange braucht der Golf GTE von 0 auf 100? GTE? Ja. 5,9 habe ich. 6,7. Wenn man euer Ergebnis einmal rumdreht, ist richtig 7,6. Guck, boom, Alter! Du bist ein Kessler, aber nein, der kommt zurück! Oh. Team Sani, ja, ist komplett auseinander, ne, Jungs! Naja, wie probiert ihr meinen Blick, der Tod ist bei Team Sani ist es so, okay? Nico übernimmt den Part für Eskalation mal 2. Ich sitze einfach nur dran. Ja, es ist ein GTE. Tesla macht es 1,9. Digga, der Vergleich GT mit Tesla. Oh mein Gott. Elektro ist Elektro, Digga. Du hast deine Energie. Elektro ist Elektro! Digga, Auto ist Auto, oder? Ja, genau. Super, alles klar, machen wir weiter. Wie bist du in 1 Megabyte in Kilobyte? Was habt ihr? 1000. Beides richtig. So Zweier schnicken. So in Schnicken. Zweier schnicken? Ist ja nicht eine andere Lösung, die ein bisschen niveauvoller ist als Schnicken? Nee. Matheaufgaben stellst? Nee. Nö, ist unfair. Wieso? Ihr seid Deutsche. Wie wär's? 8x8! 64! 64! Ballala! Ballala! Wie viele Menschen sprechen denn Russisch?
viel wiegt der Königsegg Agera? Bin ich hier auf dem Autotunnel oder was gelandet? 970, ihr habt gewonnen. Weil ich keine Ahnung habe, habe ich wieder 1111 genommen. Ja, das kann 1330 Kilo. Ja! Nächste Challenge. Zieh die Scheiße jetzt runter, okay? So. 3, 2, 1, go! Boah, der ist schon ganz verrückt, oder? Fuck! Schluck's einfach, schluck's einfach! Doch! Schluck's runter einfach! Runter, komm! Schluck's einfach runter! Komm, auf geht's, schluck's runter! Scheiß drauf, auf geht's, komm! Runter! Ja, Sandras! Abendessen war lecker, danke nochmal Deutsche fürs Servieren. Wie viele Menschen leben in Sierra Leone? Was? Wir haben 70.000. Wir haben 35.000. Kack einfach aufs Fass. Ey, wir waren in der Schulabschluss. Sierra Leone, Alter. Bin ich da geboren? Aber das ist ein Land. 20.000 haben. 369.000. Du erzählst uns was, was haben wir für einen Abschluss? Die haben 70.000, als wären die übel. Ja, ich hab als nächstes gefragt. Ach so, ja genau. Aber Jungs, ganz kurz. Wir haben den Punkt trotzdem. Wie viele WM-Titel hat Uruguay? 3. 6. Ganz knapp für so einen Vollidioten. Okay. Ja, die Stimmung, als würde das Ganze gar nicht von Bedeutung sein. Dabei ist, klar, sag ich mal, innerlich totale Aufruhr bei denen. Ne? Das ja, die haben sich auch noch vorbereitet. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gemundet. Wenn es der Fall ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und kurze Zwischeninfo. Das Finale des Crewzambers gibt es am 24. logischerweise, aber schon um 12 Uhr. Da kommt mein nächstes Musikvideo online, liebe Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Ganze abcheckt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen, wenn es wieder heißt Crewzamber, Crewzamber, Crewzamber. Ciao, ciao.